Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Team Alina und heute mit euren Snapchat-Fragen zur Geburt, zu nach der Geburt, zu der Zeit jetzt mit Lilly und meinen Gefühlen. Viel Spaß dabei! So ihr Lieben, ich habe hier mal mein Handy parat und habe mir mal ein paar Fragen aufgeschrieben, die ihr mir gestellt habt und die ich euch jetzt auch mal ehrlich beantworten möchte. Nämlich zuerst nochmal zur Geburt. Ganz, ganz viele haben gefragt, hatte ich eine normale Geburt oder einen Kaiserschnitt? Ich hatte eine normale Geburt, muss aber zugeben, dass ich auch über einen Kaiserschnitt nachgedacht habe. Einfach allein aus dem Grund, dass ich auch extreme Angst vor diesem Ereignis hatte. Und es mir leichter vorgestellt hatte mit einem Kaiserschnitt, habe mich dann aber umentschieden, einfach weil es schon für mich sehr wichtig war, dass sie den Prozess der Geburt mitmacht, einfach dass sie nicht rausgerissen wird aus ihrer ja, wohligen Höhle da sozusagen in meinem Bauch, sondern dass sie da wirklich durch muss und noch Zeit bekommt, einfach sich daran zu gewöhnen, dass, es gleich, ja, dass sie gleich ein Erdenbürger ist. Und dann habt ihr gefragt, wie sich die PDA angefühlt hat. Also für die, die es nicht wissen und mein Geburtsvideo mit Julian nicht geguckt haben, ich hatte eine PDA. Nach 5 Stunden habe ich es nicht mehr ausgehalten. Insgesamt ging die Geburt 12 Stunden lang. Und nach 5 Stunden war die PDA so, dass es wirklich, also es hat von einer Sekunde auf die andere wirklich fast gewirkt, muss man sagen. Witzig war, dass mir nur ein Bein richtig eingeschlafen ist. Das war ganz witzig, weil man muss nämlich nochmal auf Toilette. Also es gibt bei ganz vielen Krankenhäusern keine Einläufe mehr. Ich weiß überhaupt nicht, ob es sowas überhaupt noch gibt, sodass alles nochmal rauskommt. Sondern man soll halt nochmal auf Toilette gehen. Und da mussten mich die Hebamme und Julian unterstützen, auf Toilette zu gehen. Und Julian hat mich auf Toilette dann abgestellt und hat nicht gecheckt, dass es wirklich so extrem ist, dass ich mein Bein nicht mehr spüre. Und ich war dann fast auf der Toilette und bin einfach nochmal vorne rüber gekippt auf die Knie. Und Julian ist einfach schon beim Rausgehen gewesen. Der hat nicht gecheckt, dass ich gerade einfach einmal abgeklappt bin. War aber nicht so schlimm, war ein blauer Fleck am Knie. Aber ja, so fühlt sich's halt an. Also es kann sich so anfühlen, dass ihr halt wirklich nichts mehr merkt in den Beinen. Sonst ist es so, dass es euch natürlich den Wehenschmerz nimmt, aber nicht den, wie nenne ich das, den Druck. Also ihr merkt schon noch den Druck, wenn zum Beispiel der Kopf durch das Becken zum Beispiel muss oder sowas. Also sowas merkt ihr. Vielleicht auch, weil ihr ja merken müsst, wann ihr vielleicht auch bei den Presswehen einfach mal pressen müsst oder sowas. Mir war das nicht so klar. Vielleicht habe ich jetzt der einen oder anderen aber mal gesagt, was man durch eine PDA, welchen Schmerz man nimmt und welchen man nicht nimmt. Ich muss aber sagen, für mich war der Presswehenschmerz am Ende, also dieser Druck, also die Presswehe an sich merkt ihr ja nicht, aber der Druck am Ende nochmal nicht so schlimm. Also die 5 Stunden in Wehen sozusagen am Anfang waren für mich anstrengender. So, dann habt ihr gefragt, ich habe euch ja erzählt, dass bei Lilly nochmal nachgeholfen werden musste. Die ist mit der Saugglocke geholt worden, waren jetzt wenige Züge, die damit gemacht worden sind. Aber ja, ich habe mich natürlich auch damit beschäftigt, warum das am Ende so war oder sowas. Passiert ja vielen, also viele Kinder kommen ja nochmal mit der Saugglocke auf die Geburt. Zum Glück gibt es keine Zangen mehr, glaube ich. Aber ja, vielleicht war es auch einfach so, ich bin ja sehr trainiert. Ich habe ja vorher auch 4, 5, 6 Mal die Woche trainiert. In der Schwangerschaft ab dem 5. Monat bis zum 9. Ende habe ich auch nochmal 2, 3 Mal die Woche trainiert. Ich habe halt einen sehr trainierten Beckenboden. Vielleicht lag es einfach daran, dass die kleine Maus da einfach nicht durchgekommen ist und da ein bisschen Hilfe braucht. So, dann habt ihr gefragt, es gibt ja ganz viele, die von euch auch Angst haben vor so einer Geburt. Vielleicht auch aus Grund von Scham ihrem Mann gegenüber oder ihrem Freund gegenüber, dass sie reißen da unten, hinten zum, also dass der Damm reißt, das geschnitten werden muss. Sie lassen aber lieber reißen, weil wenn es reißt, wächst es schneller wieder oder besser zusammen, als wenn die schneiden müssten. Ich bin zum Glück nicht gerissen. Ich hatte aber eine Freundin, die hat mir davor immer erzählt, ich soll doch Dammmassagen machen mit Dammöl, damit es nicht passiert. Ich habe alles gar nicht gemacht. Ich finde sowas total, also ich mag sowas einfach nicht. Weil sie meinte, sie hat 2 Freundinnen, bei denen es dann halt, oder mehrere Freundinnen, bei denen es dann halt auch nicht passiert ist. Bei mir ist es auch nicht passiert, kann aber passieren, ist auch nicht so was Schlimmes, wird halt genäht, ist danach einfach, glaube ich, ein bisschen unangenehmer. Also die machen ja immer ein bisschen, also die nähen ja immer ein bisschen, weil ja auch Gefäße platzen oder sowas. Ist einfach, glaube ich, ein bisschen unangenehmer, als wenn es nicht passiert. Danach einfach mal von der Pflege noch, weil man wäscht sich dann halt nur mit Wasser, man spritzt es da so
nass halt, dass man da keine Seife benutzen kann, weil es brennt, glaube ich, ganz schön. Genau, aber zum Glück ist mir das nicht passiert. So, dann habt ihr mich gefragt, das habe ich nämlich im Geburtsvideo ausgelassen, die Nachgeburt. Das war mir auch nicht so klar, das war mir klar, als ich es dann mal gelesen habe in meinen Büchern. Da kommt ja noch was, ne? Also wenn das Kind rausgekommen ist, dann hat man, glaube ich, so ein, bis zu einer Dreiviertelstunde Stundenzeit, dass die Nachgeburt rauskommt. Ansonsten drücken sie erstmal mit der Hand, glaube ich, auf den Bauch und versuchen, dass sie alleine kommt, die Nachgeburt, die Plazenta. Und ich hätte mir, bei mir ist sie einfach nach, ich weiß gar nicht, ich kann kaum abschätzen, wie viel Zeit vergangen ist, aber so nach 5 Minuten, 10 Minuten nach Lilly ist die Nachgeburt halt rausgekommen. Und es ist ja schon noch mal ein ganzer Flatschen, ne? Also nicht, dass es wehtut, überhaupt nicht. Also ich habe wirklich kaum was gemerkt, ist da einfach so rausgekommen. Aber ich weiß nicht, es war so groß, also wirklich riesig. Und witzigerweise, ich habe ja gesagt, ich finde sowas voll eklig, aber ich habe mir die ja zeigen lassen, ne? Ich habe mir die ausbreiten lassen. Also die gucken sich die ja auch an, ob Lilly richtig versorgt wurde. Das kann man anscheinend an der Plazenta sehen. Und ich habe mir die ausbreiten lassen. Und wenn ich sie beschreiben müsste, dann hätte ich sie mir vorgestellt als total schöne Qualle in ganz weiß, durchsichtig. So habe ich mir eine Plazenta vorgestellt. Sie sieht tatsächlich aus wie eine, also die Nachgeburt wie eine Qualle, aber in so einer Leberfarbe, also auch eine Leber, irgendwie so ein Leberstück oder sowas, ist auch damit zu vergleichen, aber in der Leberfarbe war es halt so gefühlt. Ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig in Erinnerung habe, aber wenn ich es euch jetzt erzähle, dann war es ungefähr so. Was haben wir noch? Ihr habt gefragt, ob Julian die Nabelschnur durchgeschnitten hat. Und damit hat er, glaube ich, also ich weiß nicht, ob er innerlich überhaupt damit gehadert hat, aber er hat natürlich mal gesagt, oh nee, was, weiß nicht, findet er ein bisschen komisch und sowas. Er hat es gemacht. Ich fand es ganz witzig, oder was heißt witzig? Vom Geräusch her, wenn man die durchschneidet, ist es schon so wie so ein hartes, also so, man hört, also es ist wirklich, man hört es. Es ist wie so ein, wie soll ich das denn beschreiben? So ein zähes Stück oder sowas, was da durchgeschnitten wird. Aber er hat es durchgeschnitten und ich glaube, es war auch ganz, ganz wichtig für ihn, einfach auch einen Schritt oder was mitzumachen halt. Ne? Also weil ich habe es nicht gemacht, ich lag ja da, aber ja, einfach mit teilzuhaben an der Geburt, weil ansonsten sitzt der Mann halt daneben und hält Händchen oder ich wollte ja noch nicht mal angefasst werden. So, so was haben wir noch an Sachen? Ja, witzig. Habe ich heute irgendwie, ich habe heute einen Sprachfehler hier, witzig. Alles ist hier witzig heute. Nachwehen. War mir auch nicht so klar, haben auch ganz viele Frauen, habe ich mir sagen lassen, von den Hebammen im Krankenhaus, nicht beim ersten Kind, sondern erst beim zweiten. Ich hatte extreme Nachwehen, so 5 Tage lang. Ist auch nicht so normal, glaube ich. Viele haben es, wenn sie es haben, so 2, 3 oder sowas. Aber immer, wenn ich Lilly gestillt habe oder an der Brust oder auf der Brust habe, dann hat es im Unterleib extrem gezogen. Anfangs natürlich die ersten 1, 2, 3 Tage noch ein bisschen doller. Es wurde dann halt weniger, aber trotzdem ist es halt ein unangenehmes Gefühl. Nichts, das Wort Wehe möchte ich überhaupt nicht mehr da. Also für viele ist ja so das Wort Wehe so ein bisschen negativ belastet, wenn es vor allem bei euch schon ziemlich dolle Wehen waren. Aber es war wirklich, also es ist auszuhalten. Es ist wie ein, wie soll ich es beschreiben, wie ein starker Menstruationsschmerz vielleicht so ein bisschen. Also so ein Ziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das so habt, wenn ihr eure Tage habt. Das ist wirklich so. Ja, also schon ein bisschen wehtut, ein bisschen zwickt da unten. Einfach, ja, ein unangenehmes Gefühl, aber ist auszuhalten. Muss nicht weggeatmet werden, keine Angst. So, dann habe ich auch etwas gehabt, was mir auch nicht, also vorher so klar war zum Beispiel. Ich hatte nach der Schwangerschaft nicht so ein Hungergefühl. Also als ich dann wieder nach Hause, also generell auch im Krankenhaus und auch zu Hause, so die erste Woche noch, also insgesamt so 2 Wochen, hatte ich wenig Hunger. Ich habe natürlich, wie ihr bestimmt auch gesehen habt, ich habe viel Süßes gegessen einfach, weil es schnell ging und mir viel Kalorien geliefert hat. Okay, es geht auch gesünder, das möchte ich jetzt hiermit nicht propagieren, dass man das machen muss. Aber ich hatte wenig, also dass ich so wusste, auf was ich jetzt Appetit oder Hunger habe. So dass ich sagen konnte, oh, jetzt möchte ich eine tolle Pasta mit Sahnesoße haben oder sowas. Das hatte ich nicht. Und ich musste auch gucken, dass ich die ersten Tage auch regelmäßig gegessen habe, weil irgendwie war das immer so, Lilly hatte immer, also es war immer irgendwas zu tun, ne? Also womit man auch gerade beschäftigt war, aber es hat sich halt alles, meine Bedürfnisse so extrem nach hinten geschoben. So, ich habe gedacht, oh, frühstücken wir um 10, na, Pustekuchen, auf einmal gucke ich auf die Uhr und es ist 12:30 oder sowas, ne? Also so war das.
Dann noch ein Thema, das habt ihr auch angesprochen und das ist auch kein, naja, nicht so ein schönes Thema. Das ist so, ich habe euch ja gezeigt, dass man so eine Einlagen braucht, wenn man eine natürliche Geburt hat, auch beim Kaiserschnitt. Ich glaube, das kann aber auch ein bisschen zurückgefahren werden beim Kaiserschnitt, aber ich kann es ja jetzt nur von einer natürlichen Geburt erzählen. Ich habe euch ja erzählt, das sind wie so eine Surfbretter sehen die aus. So eine riesigen Binden, aber wirklich riesig und so fett, also wirklich so eine Dinger. Und ich habe ja gedacht, man, sowas kann doch nicht wahr sein, sowas braucht man doch nicht und sowas. Aber selbst ich habe 2 Tage diese riesigen Surfbretter, nenne ich sie jetzt einfach mal, in der weißen Radler aus dem Krankenhaus getragen, weil es einfach das Bequemste war und ich alles vollgeschmiert habe von meinen Klamotten. Es war schon ordentlich, was da rauskam, das hätte ich nicht gedacht. Also Männer, vielleicht hört er jetzt noch nicht so genau zu, aber hätte ich nicht gedacht, aber hat für euch nur 2 Tage gedauert. Bei mir, vielleicht dauert es bei manchen ein bisschen länger, ich glaube, das ist immer so, also generell dieser Wochenfluss danach, ich weiß nicht, 4, 6, 8 Wochen, aber dann sollte er auch sein, also fertig sein. Bei mir insgesamt sind es jetzt 4 Wochen gewesen, der Wochenfluss. Das ist, glaube ich, relativ zeitig, dass es, oder normal, dass es auch endet. Und ab dem 3. Tag konnte man dann zum Beispiel auch schon, oder 4. Tag, so Binden nehmen oder sowas mit so Flügeln. Und irgendwann nach, ich glaube, als ich zu Hause war, ich glaube an Tag 8 oder so, bin ich dann auf so Slip-Einlagen umgestiegen. Also nicht so für Tanga oder sowas, sondern ich habe wirklich noch so Panties getragen alle. Also die Tage, aber auf jeden Fall, ja, war das so. Für die, die sich zwischendurch übrigens fragen, wo wir gerade sind. Wir sind am Wannsee. Ich bin hier mit meiner Schwester und Lilly. Die liegen hier gerade neben mir und der Kinderwagen und Alexandra machen der Lilly ganz viel Schatten. Aber die schläft hier. Immer wenn sie an die frische Luft kommt, dann ist die wie ein Stein, ist die weg. Und ich wollte aber noch ein paar Fragen beantworten natürlich. Jetzt vielleicht zu meinem Körper. Habt ihr ein paar Sachen gefragt, wie war mein Gewicht, sondern wie ist es nach der Geburt? Also wie viel Gewicht verliert man zum Beispiel ganz, ganz schnell? Und ihr müsst ja immer bedenken, euer Gewicht, das ihr habt, ist ja nicht so, dass ihr übelst viel unbedingt Fett zugenommen haben müsst, sondern ihr habt das Kind, das wiegt, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 3 und 4 Kilo vielleicht. Dann habt ihr die Plazenta, ihr habt das Fruchtwasser, was jetzt fehlt. Und das ist einfach, da gehen schon ein paar Kilo verloren. Also ich glaube, ich war am Ende der Schwangerschaft, im Monat 10, also kurz an dem Tag, glaube ich, habe ich mich sogar noch gewogen, bei 65 Kilo. Und als ich habe mich ja leider erst am Tag 8 in unserer Wohnung gewogen, also vorher hatte ich ja keine Waage, war ich nach einer Woche bei 58,3 Kilo oder 4 Kilo oder sowas. Also ist schon ordentlich was weggegangen, obwohl ich auch im Krankenhaus und vor allem mit dem Krankenhaus Essen und Julian hat mir jeden Abend ja was vom Italiener geholt, nicht besonders clean gegessen habe oder sonst was, sondern ich habe versucht wirklich, wie auch gerade gesagt, dann zu essen, wenn es ging. Und Julian hat mich ja sehr unterstützt und ich habe dann wirklich Pasta mit Sahnesoße. Ich habe mir auch noch eine Pizza bestellt. Ich habe auch mal einen Salat gegessen, so ist es nicht, aber wenn im Krankenhaus dann irgendwie, wie heißt das, nicht Eierkuchen, sondern Kartoffelpuffer mit Apfelmus gab und sowas richtig in Fett angebraten und so, habe ich es alles gegessen. Also seht ihr, da geht ganz, ganz viel einfach schon wegen Hormonen, Stress, eurem ganzen ungeregelten Ablauf danach erstmal vielleicht verloren und ich würde mir gar keine Gedanken machen im Wochenbett erstmal, wie viel ihr wiegt oder sonst was. Danach können wir immer noch loslegen alle, aber ja, ich habe das halt also bis jetzt noch nicht gemacht. Und damit kommen wir vielleicht auch schon zum Thema, wie ernähre ich mich? Und im Moment, ich bin jetzt in der 6. Woche, also 5 Wochen sind jetzt schon hinter uns, die 6. Woche fängt gerade an. Und ich muss immer noch sagen, ich ernähre mich schlechter als in der Schwangerschaft. Also ich bin wirklich der absolute Süßigkeiten-Junkie. Ich weiß auch nicht, im Moment Eis. Ich kann Eis en gros essen. Ben & Jerry's ist echt wirklich jeden Tag in meinem Tagesplan. Was jetzt nicht besonders gut ist, aber also von den Nährwerten, so meine ich jetzt. Aber wenn ich es brauche, brauche ich es gerade. Und ich esse ja auch nicht jeden Tag einen Topf, sondern manchmal isst man halt ein Viertel oder eine Hälfte oder sowas. Manchmal nehme ich mir auch nur einen Split oder einen Capri-Eis und ich muss aber trotzdem sagen, dass es halt mehr ist als in der Schwangerschaft. Also vielleicht hat man danach auch so einen Jeeper, ich weiß es nicht, ob es bei euch auch so war, aber
Ich gebe dem gerade nach. Also ihr kennt mich ja eigentlich, bin ich sehr diszipliniert, wenn ich irgendwie was erreichen möchte. Aber auch hier in der Stillzeit ist es ja so, dass man nicht abnehmen soll. Man soll nicht also dieses Bauchfett verlieren, weil es fürs Stillen nicht gut ist und fürs Kind nicht gut ist. Und deswegen mache ich mir da gar keinen Stress gerade. Und das ist vielleicht auch der Tenor, den ihr haben sollt, weil viele fragen mich, ja, wie komme ich denn so schnell wie möglich wieder runter? Und ihr wisst ja, ich mache es mit Size Zero oder mit anderen Sachen, die wir halt haben, aber es sollte nicht wirklich euer Fokus sein. Also ihr könnt natürlich sagen, nach dem Wochenbett, nach der Rückbildung und sowas, dann geht es wieder los und das mache ich auch. Ich spreche mit meiner Schwester auch schon drüber, ob wir nicht vielleicht zusammen starten, einfach weil es mehr Spaß macht oder sowas. Dass wir, also sie macht natürlich nicht die komplette Diät mit, weil sie ist ja schon sehr schlank, aber ob ich einfach mal so 4-6 Wochen wieder mache oder sowas. Also einfach auch nicht 10, das bringt mir eh nichts. Ich habe gerne nur so gerechnet, da kommt ja auch bald Weihnachten irgendwann mal wieder und sowas. Vielleicht zur FIBO irgendwie, dass ich mir da nochmal ein Ziel setze, aber im Moment ist es wirklich so eher, dass man vielleicht auch nicht extrem, also ihr seht meinen Körper ja auch täglich oder die mich verfolgen, dass ich nicht extrem dick bin jetzt, sondern man hat nach der Schwangerschaft, und das haben viele falsch verstanden auch bei mir, ich nenne es mal so einen Wackelpuddingbauch. Das Gelbkörperhormon, was ihr im Körper habt, was so weich macht und sowas, das macht natürlich auch eure komplette Haut, also das Gewebe so weich, und es ist wirklich wie ein kleiner Wackelpudding da vorne, auch wenn da vielleicht nicht viel Fett drunter ist oder sowas, aber die Haut ist extrem wabbelig, und das fand ich zum Beispiel sehr interessant, weil ich hätte gedacht einfach, okay, es kommt nur davon, dass der Bauch jetzt extrem zurückgegangen ist oder sowas, weil man hätte jetzt kein Baby mehr drin. Aber es ist einfach so, und das ist bei mir jetzt auch noch so, es wird besser von Woche zu Woche, aber es ist halt immer noch nicht fest, also noch nicht straff, das Gewebe. Natürlich nicht, ich habe ja auch ein bisschen zugenommen, aber ja, das ist einfach nicht falsch verstehen. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich den übelsten Wackelpuddingbauch habe und so Fishing for Compliments, sondern ja, es ist einfach so, und das wusste ich vorher nicht, dass dieses Hormon existiert, das so weich macht einfach. So, was habe ich denn hier noch? Ja, die nächste Frage ist gleich, wann ich mit Rückbildung, ob ich Rückbildung mache, wann ich mit Sport wieder beginne. Ich habe vorher schon gesprochen mal mit ein paar Leuten, die haben zum Beispiel Oberkörpertraining schon relativ früh wieder gemacht und Beckenboden erst wieder mit der Rückbildung angefangen, also mit Unterkörper, dass man sagt, okay, der Beckenboden muss jetzt erstmal wieder trainiert werden. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist, bei mir ist es so, man muss zum Beispiel extrem aufpassen, wenn man auf Toilette muss, dann muss ich. Also dann ist wirklich so, jetzt muss ich gleich auf Toilette, sonst mache ich mir noch in die Hose oder sowas, weil es muss alles erstmal wieder sich zusammenziehen. Also der Beckenboden bei so einer Geburt ist natürlich schon extrem belastet, und meine Oma hat mir früher erzählt, dass die natürlich so eine Rückbildung nicht hatten für den Beckenboden und so, und ja, dadurch sind auch viele Ältere vielleicht inkontinent oder sowas, also ich weiß nicht, vielleicht auch weil es ein Alter mitmacht, und das muss es jetzt nicht gewesen sein, aber meine Oma sagt, dass sie schon danach halt gemerkt hat, dass es nicht mehr so ist wie vorher, und die hatten halt sowas nicht. Und ja, also erst werde ich jetzt 8 Wochen abwarten, habe ich beschlossen. Und dann gucke ich mir mal so einen Rückbildungskurs an, ob ich es dann alleine mache oder nicht. Also mit Sport, das muss ich mir dann entscheiden, das weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall will ich es mir mal angucken. Und ja, Oberkörpertraining werde ich dann auch, denke ich mal, nach den 8 Wochen sofort wieder beginnen und gucken, was der Beckenboden so macht und was er so zulässt. Und dann halt wieder mich daran tasten. So. Ihr habt ja gefragt, zum Beispiel habe ich ja gesagt, dass in der Schwangerschaft ich durch meinen Sport keine Rückenschmerzen hatte, dass ich wirklich fit war und sowas. Natürlich habe ich gekeucht und gefleucht, mal wegen dem Liter Blut mehr im Körper und. Aber generell ging es mir ja sehr gut in meiner Schwangerschaft. Jetzt ist es so, dass ich wirklich durch Tragen von Lilly und kein Sport seit dem 10. Monat und sowas schon merke, wie wenig Muskulatur ich noch habe, also wie schnell das abbaut, dass ich wirklich ab und zu auch mal Rückenschmerzen habe vom Tragen, vor allem wenn ich sie lange auf dem Arm habe. Deswegen habe ich mir jetzt auch mal eine Trage gekauft für sie. Ja, also es ist schon merklich, dass ich gerade keinen Sport mache, deswegen vermisse ich ihn auch so einfach nicht, weil ich unbedingt so ein körperliches Ziel habe, sondern weil es auch wirklich gut tut, einfach fit zu sein, körperlich, also wirklich wieder was für sich zu tun. Vielleicht ist es auch einfach, deswegen ist das Gewicht auch ähnlich. Also ich habe ja mit 58, 59 Kilo auch angefangen vor der Geburt. Also ich bin jetzt bei 58,3, also es hat sich seit 5 Wochen nichts getan. Ich bin, glaube ich, immer noch genau auf dem gleichen Level. Aber vielleicht habe ich einfach weniger Muskulatur, vom Volumen her halt weniger. Vielleicht ist das Gewicht deswegen gleich geblieben. So,
Dann habt ihr gefragt, ob ich Dehnungsstreifen bekommen habe. Nein, habe ich noch nicht. Also weder unten am Po oder an den Seiten, Oberschenkel, noch an der Brust. Aber das kann noch kommen vielleicht. Einfach, weiß ich nicht, vom Stillen oder sowas, von der Milch, von dem also ich mache mal, glaube ich, ein gesondertes Video zum Stillen, wenn ihr das gerne möchtet. Da ist ja wirklich so, die eine Brust hat mehr als die andere und dann ist wirklich, dann sind die unterschiedlich groß und. Also da kann schon noch was passieren, da werde ich euch dann berichten, wie das so ist. So, jetzt habe ich so viel gequatscht, dass hier mein Handy ausgegangen ist. Kleine Fragen noch zum Schluss. Dann bin ich fertig für heute. Ihr habt gefragt, warum wir so lange im Krankenhaus waren mit Lilly. Lilly war schon klein und hat dann auch noch diese Gelbsucht bekommen. Und da wollten sie sie einfach nicht rauslassen, weil generell darf dieser Faktor, dieser, wie auch immer, ich nenne ihn jetzt mal Gelbsuchtfaktor, nicht über eine bestimmte Zahl kommen. Und wir waren halt öfter kurz darunter. Und bevor sie dann in so ein, ich weiß gar nicht, heißt das Inkubator oder also in so eine Bestrahlung unter so eine künstliche Sonne, nenne ich ihn. Lilly hätte ins Solarium gemusst. Dann hätte man sie in so eine Bestrahlung geben müssen. Und das war zum Glück nicht der Fall, aber sie war immer kurz davor halt, dass es so ist. Und das heißt immer morgens und abends und dieser Wert abgenommen und abends war der dann immer ein bisschen höher. Ja, und dann war es so, dass sie gesagt haben, nee, nächsten Tag könnt ihr noch nicht gehen. Und es war eigentlich irgendwie, ja, gefühlte 6 Tage dann so. Also sie hatten, nee, stimmt gar nicht. Wir haben am 2. oder 3. Tag festgestellt, dass sie die Gelbsucht hat. Und da wären wir gerade rausgekommen. Also ich wollte gerne 3 Tage drin bleiben, generell 2, 3 Tage, einfach um uns kennenzulernen, uns auf die Situation einzustellen und natürlich auch einfach so viel wie möglich Wissen auch von den Hebammen und den Ärzten abzugreifen, damit ich dann sicher, also mich sicher fühle, wenn ich nach Hause gehe. Ja, jetzt ist es so, da muss ich sagen, wir haben wenig Schlaf gehabt und seit 3, 4 Tagen ist es so, also ich bin in der fünften Woche, dass sie tagsüber viel, viel mehr wach ist. Das heißt, sie schläft nachts ein bisschen mehr und wir sind jetzt nachts so, ja, so 3, 4 Mal wach. Ich muss ja noch abpumpen nachts, damit ich keinen Milchstau bekomme. Da bin ich auch alle 4 Stunden unterwegs. Also es ist schon anstrengend, aber in den ersten Wochen vor allem, da machen es eure Hormone, da steht ihr im Bett, wenn die Kleine überhaupt einen Mucks macht, einfach weil ihr Angst vielleicht habt, dass irgendwas passiert. Also da macht es einfach der Körper schon, dass ihr da nicht einschlaft und sie nicht hört zum Beispiel, oh, habe hier Ameisen am Strand. Ja, vielleicht abschließend zu einem ganz schönen Thema und das ist die Frage, die ich mir selber beantworten wollte, ist es Liebe auf den ersten Blick gewesen? Und ich würde es nicht so beschreiben, sondern ich würde es so beschreiben, dass es wirklich, also anfangs konnte ich gar nicht glauben, dass das meins ist, dass es mein Kind ist, dass es aus mir rauskam, dass ich das 9 Monate unter meinem oder 10 Monate unter meinem Herzen getragen habe, sondern es war eher wie eine Puppe oder wie etwas, was man sich ausgeliehen hat, obwohl man es irgendwie nicht mehr zurückgeben kann und will, weil es so niedlich ist, aber es wächst von Tag zu Tag einfach, weil sie macht von Tag zu Tag andere Sachen und sie braucht dich und wenn du an ihr riechst und es riecht so toll und ja, es wächst einfach von Tag zu Tag und ich würde es einfach nennen, man ist von Tag zu Tag verliebter, würde ich es mal nennen und es ist auch irgendwie sowas nach einer Zeit oder eigentlich schon von Anfang an wie bedingungslose Liebe, weil ja, sie braucht euch ja, ne? Sie kann ja nicht sie kann ja nicht ohne euch, sie braucht, meine Schwester erstickt hier bei dem schönen Thema, sie braucht euch halt und ja, also man ist von Tag zu Tag verliebter in die kleine Maus. Und ja, das war es jetzt erstmal mit euren ersten Fragen nach der Geburt, nach der Schwangerschaft. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch, stellt alle eure Fragen natürlich in den Kommentaren. Dann mache ich ein erneutes Video drüber oder ich beantworte sie bei Snapchat oder mache mal einfach einen Insta-Post oder einen Facebook-Post für euch. Also fühlt euch gedrückt und geküsst. Eure Alina. Tschüssi!